Servus zusammen, wir sind hier am Stand von Ruger auf der IWA 2024 und es ist endlich soweit. Wir haben endlich die Hände an der neuen Dark Series. Die Dark Series ist die taktische Version der Marlin-Unterhebelgewehre. Wir haben hier eben ein komplett neu gedachtes Design, also es ist nicht so wie die alten Remlin Dark Series, sondern wir haben hier einen eigens entwickelten M-Lock-Vorschaft, der zwar ein bisschen vom Design an Midwest erinnert, aber ein eigenes, etwas schlankeres Design ist, der vorne auch schon QD-Ports für den Tragegurt hat. QD-Punkte haben wir auch hinten schon am Schaft dran. Der ist auch eigens designt, ist ein Polymerschaft, hinten mit M-Lock-Ports für eine eigene Tragegurtaufnahme oder zum Beispiel mit einem Patronenköcher. Man kann hier auch ein Cheekpiece anbringen, um den Schaft zu erhöhen für Optiken. Wir haben eine längere Schiene obendrauf verbaut, die sehr ähnlich an der XS-Schiene ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die lizenziert ist, also ein OEM-Produkt, oder ob die Ruger selber gefertigt hat. Vorne auf dem Gewinde sitzt eine Mündungsbremse drauf, die man auch runternehmen kann. Und was jetzt die schöne Sache ist, ich habe jetzt schon nachgefragt, das Modell kommt zeitnah in 45-70, kurz darauf in 30-30 und 44 Magnum. Und in absehbarer Zukunft, also wahrscheinlich noch dieses Jahr, in 357 Marken. Kurz Werbung in eigener Sache. Diesen Content, den ihr hier anseht, ist zwar gratis für euch, aber uns kostet er jedoch viel Zeit und leider auch Geld. Da wir weitestgehend unabhängig bleiben wollen, keine Werbeeinnahmen durch YouTube direkt generieren können und dennoch diese Art von Inhalten weiter für euch produzieren wollen, brauchen wir eure Hilfe. Denkt ganz einfach bei eurem nächsten Kauf an uns und schaut einfach mal bei gunandoutdoor.de vorbei. Das ist unser Shop. Damit unterstützt ihr nicht nur uns, sondern auch unseren Kanal. Wir können euch wirklich alles liefern, was ihr euch wünscht, solange ihr die Erlaubnis habt, das auch zu erwerben. Solltet ihr etwas suchen, was wir nicht im Shop haben, meldet euch einfach direkt bei uns. Und nun zurück zum Video. Bis dann. Also das Modell wird es in allen alten Kalibern wieder geben. Außer 444 Marlin. Das ist das Einzige, was noch nicht angekündigt worden ist, aber ist jetzt von 45-70 nicht die große Entwicklungsspanne, um das noch umzusetzen. Eine weitere kleine Änderung ist hier der Lever. Wir haben beim alten Modell einen Big Lever gehabt, also das größte Modell. Wir haben einen Mid-Size Lever hier verbaut. Generell muss man bei den ganzen neuen Marlin-Modellen von Ruger sagen, die sind wesentlich besser als die alten Modelle. Also die repetieren wesentlich sauberer. Die ganzen Metallteile sind besser entgradet, also gerade wenn man hier in den Ladeschacht reingreift, schneidet man sich nicht sofort den Finger. Also die Modelle sind sehr viel wertiger geformt und das gefällt mir extrem gut. Wir haben momentan von Marlin einige Serien. Wir haben jetzt eben neu die Dark Series. Wir haben die Guide Gun Series. Die Guide Gun Series ist so ein bisschen eine Basisserie, die alle normalen Features hat, aber schon modern aufgebaut ist und wo man auch Teile kaufen kann. Wenn man was zum Basteln möchte, ist die Guide Gun ein guter Einstieg, weil es einer der günstigsten Modelle ist. Wir haben die Trapper. Die Trapper zeichnet sich durch das Skinner Sight aus. Das hier fehlt, hat anscheinend jemand hier geklaut. Ist aus einem Stainless Receiver. Genauso wie die SBL, die ist auch ein Stainless Receiver. Die beiden Modelle unterscheiden sich primär durch die Lauflänge. Also wir haben hier eine 16,17 Zoll und hier eine 19,10 Zoll Variante. Und auch die Modelle kommen, die meisten Modelle auch noch in der Classic-Variante. Classic heißt, wir haben hier das alte Barrelband, die alte Visierung und die gerade Schäftung. Nach und nach wird es wahrscheinlich alle Modelle in allen Serien geben. Also wir haben ja die 1895 für die dicken Kaliber, 45-70 zum Beispiel. Wir haben die 336 in den 30-30 Kalibern, also in den Gewehrkalibern, in den Flaschenhalskalibern. Und wir haben die 1894 in den Revolver- bzw. Kurzwaffe-Kalibern. Und nach kommen jetzt alle Modelle, also alle Serien mit allen Kalibern. Finde ich eine super gute Entwicklung. Wie immer, wenn euch das Produkt interessiert, das kriegt ihr bei uns im Shop, gunandoutdoor.de. Ich harre da Dinge und hoffe, dass die Dinger so schnell wie möglich nach Deutschland kommen. Das war's hier am Stand von Ruger von der IWA 2024. Bis dann.